Hi Leute, willkommen zurück zum nächsten Part. Damit zum Duell gegen Dynamo Dresden. Also keine leichte Aufgabe für uns. Dresden ist dieses Jahr sogar sehr gut drauf, sind auf Platz 3. Wir sind mittlerweile, kann man eh kurz anschauen, die originalen Vereinsnamen habe ich jetzt wieder drin. Wir sind ja relativ weit am Ende der Tabelle, aber es ist auch nach oben hin mit einem Sieg wären wir auf Platz 8 eigentlich immer alles möglich. Es ist noch wahnsinnig eng, dementsprechend. Bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, dass wir das alles hinkriegen werden. Jetzt haben wir noch zwei Partien vor der Winterpause. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich schaue gleich nach. Ist der Zeitplan? Terminplan heißt der da. Aha. War sogar noch drei Partien. Kaiserslautern haben wir auch nochmal. Gut. Das heißt, nach diesen drei Partien wissen wir dann hoffentlich mehr. Dann werden wir sehen, wie. Ja, dann werden wir unsere Mannschaft etwas besser kennen. Das wird dann auch schon ganz angenehm, glaube ich. Gut, Verletzungsrisiko ist, ja, kann man nichts machen, glaube ich mal. Beim Training. Haben wir jetzt eh hauptsächlich Teambuilding drin. Beim Hauptfokus nehmen wir die Spieltaktik jetzt überall rein. Einfach damit die Jungs das ein bisschen besser verinnerlichen können. Gut. Verfügbare Spieler für die U19 können wir ihn eigentlich verfügbar machen, ganz klar. Die Frage ist, ob von den jungen Spielern, die wir sonst noch so haben, ich kenne die meisten ja gar nicht, wenn wir da noch so verfügbar machen können. Ich muss die alle gerade echt durchklicken. Passt. Gut, also gegen Dresden zu Hause, da wird erwartet, dass sie mit einer sehr defensiven Mentalität spielen. Schauen wir mal in die medizinische Abteilung. Hohes Verletzungsrisiko bei Nielsen, sonst sieht das okay aus. Bei den beiden müssen wir aufpassen. Sanchez ist aber gerade Probespieler und Bark spielt keine Rolle. Deswegen dürfte es so passen. Ich weiß nicht, ob ich Böder nicht irgendwie in die Mannschaft holen soll. Gülli ist schon ein relativ starker Innenverteidiger. André Hoffmann könnte man eins nach vortun. Der ist halt 1,88 groß, deswegen habe ich den eigentlich ganz gerne da. Was kann der vorne Ball erobern, kann er spielen? Defensiver genauso. Ich lasse das trotzdem so. Gut. Fangen wir mal so an. Wobei. Ich gerade auch noch die Spielpraxis gesehen habe. Ich werde aber Böder und Hofmann tauschen. Dann haben wir nämlich hier ein bisschen eine bessere Eingespieltheit. Die Vertrautheit ist, glaube ich, in so einer Situation jetzt auch nicht unwichtig. Also ihr seht schon, das habe ich ja am Ende des letzten Parts gesagt. Ich bin da noch ziemlich unsicher, aber das ist, glaube ich, ganz klar. Wenn man eben erst seit kurzem bei dieser Mannschaft tätig ist. So leidenschaftlich. Auf geht's, Männer, zeigt, was ihr drauf habt. Gut. Legen wir los. Asawi zieht da gut nach innen, aber was war das für ein Pass? Ach, das kann natürlich dann im Konter ziemlich wehtun. Super hinterlaufen. Gut geklärt. Fängt schon wieder an wie in der letzten Partie. Mit relativ gefährlichen Freistoßpositionen.
Das Passspiel ist teilweise echt unter aller Sau. Das war ja beim Malle fast besser. Naja, erster kleiner Versuch. Abseits sein. Ja. Schade drum. Gieselmann gleich mit Gelb. Wieder gefährliche Freistoßsituation. Vorsichtig in Zweikämpfen. Gute Balleroberung von Ritter. Konterchance damit gleich mal erledigt. Clement, wieder Ritter. Gut hinterlaufen von Gieselmann. Bekommt den Ball aber nicht. Yes. Ist es abseits? Ja. Ah, shit. Ist auch hier abseits. Was mich bei dem 4-2-3-1 stört, ist, dass der Zehner so oft in der Luft hängt, bedeutungslos. Also das kommt mir schon in den letzten Jahren so vor, dass ich es irgendwie nicht richtig hinbekomme, den Zehner zum Laufen zu bringen. Malle haben wir ihn dann ja als Schattenstürmer eingesetzt, das heißt, da hatte er keine kreative Rolle mehr. Das wäre eine Lösung. Also wie jetzt hängt Clement eben auch wieder komplett in der Luft und das Problem ist dann auch, dass Hennings vorne dass dem einfach voll die Unterstützung fehlt. Also wir sehen hier, Hennings ist relativ von der restlichen Mannschaft isoliert. Und dann kommt halt so Scheiß raus. Das heißt, wir müssen echt schauen, dass wir die Rolle hier noch ein bisschen überarbeiten. Das ist so sinnlos. Begibt sich so blöd in diesen Zweikampf. Böder ist nervös. Boah, Ritter. Der kann halt Freistöße. Hat er, glaube ich, 15 oder so. Also sehr, sehr guter Wert. Und wichtiger Treffer. Klasse. Guter Start. Eine Variante, wie wir auch dafür sorgen können, dass unser Hennings vorne nicht ganz so viel in der Luft hängt, ist, dass wir ihn selbst ein bisschen defensiver einstellen. Das können wir jetzt einfach mal versuchen als Defensivstürmer. Falsche 9 könnte ich mir auch gut vorstellen. Können wir einfach mal versuchen jetzt. Passt auch ganz gut zur Führung. Nächste Ecke. Asaoui lässt sich da voll abdrängen.
Naja. Gut von Rensing. In höchster Not geklärt. Auch die war wieder gefährlich, die Hereingabe. Also Dresden spielt schon ganz guten Fußball. Aber das war eh zu erwarten. Keine große Überraschung. Oh. Es wird halt immer gefährlich, wenn sie über die Flügel kommen. Also ich werde vielleicht beide Flügel ein bisschen zurückziehen, dass wir fast so ein 4-4-2 oder ein 4-4-1-1 spielen, damit wir einfach hier ein bisschen mehr Unterstützung geben können defensiv. Clement mit dem Versuch. Auch hier wieder, sobald sie hinterlaufen, tun wir uns schwer, genauso hier, weil dann die äußeren Flügelspieler einfach nicht diese Meter noch mitgehen. Gerade mit einem Schmitz hätten wir links jemanden, der perfekt in ein normales, flaches 4-4-2 passen würde. Schauen wir mal. Über das habe ich bisher nämlich noch gar nicht so nachgedacht. Gut. Ich lobe sie jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt sage, dass sie sich nicht zurücklehnen sollen, dann kriegen sie wahrscheinlich wieder Panik. Ja, der kann das auch sehr gut. Wenn wir jetzt tatsächlich diesen Ticken einfach defensiver werden. Auch Azawi kann's. Der gefällt mir generell ganz gut, muss ich sagen. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das da vorne hinkriegen. Clement könnte man auch eins zurückziehen. Ich habe jetzt übrigens auf jährlich umgestellt, weil ich finde, wenn man sich manchmal Kosten so für aufs ganze Jahr vorstellt und immerhin plant man im Fußball ja meistens für eine Saison, dann ja, erkennt man doch einige Sachen ein bisschen besser. Also gut, Clement. Ich versuche das jetzt einfach mal. Offensive Mittelfeldspieler auf Attack, also wir müssen einfach schauen, dass wir die beiden halt dann vorne so gut es geht mit Bällen füttern. Schauen wir mal. Guter Distanzschuss von Hofer. Hut mit einer starken Parade. Gibt zumindest die Ecke. Unser Standardkönig Ritter macht das. Yes.
Boah, beruhigend. Die Sache ist zwar noch lange nicht gegessen, aber da jetzt das 2-0 tut auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Ausgezeichnet. Wir sehen, hier geht er jetzt einfach einen Ticken weiter mit nach hinten. Gerade gegen Gegner mit einem 4-3-3, also sehr offensiven Flügeln, oder auch gegen Gegner mit einem 4-2-3-1, kann das eine ganz gute Möglichkeit sein. Für später überlege ich dann. Ach, Rita ist defensiv auch nicht wirklich stark, aber den braucht man auf jeden Fall für die Standardsituationen. Ich würde nämlich ganz gerne Schmitz hier links bringen, da müsste man Asaoui aber rausnehmen. Und der gefällt mir eigentlich relativ gut. Schattenstürmer wäre bei dem auch was. Naja. Den könnte ich mir sogar ganz vorne vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Braucht er jetzt aber nichts wirklich. Läuft ja ganz gut. Ja, sehr gut. Den Freistoß hier rausgeholt. Das ist wieder eine Sache für Ritter. Da sind so viele frei. Spiel doch. Oh. Gut, dass er es gemacht hat. Ruft man jetzt mit Gelb, das heißt. Wir stellen um. Von der Rolle her. Gut gemacht von ihm. Boah, der war nicht schlecht gemacht. Starke Grätsche, ja. So, jetzt haben wir schon die 60. Ich muss nur kurz schauen, wie stark ist. Schmitz ist defensiv halt nicht wirklich stark. Der hat seine Fähigkeiten echt deutlich eher in der Offensive. Ritter auf rechts, naja. Ich mache das jetzt trotzdem. Ich nehme Asaoui raus, der mir heute aber. Oder ich mache das jetzt wirklich mal so. Ich versuche das ganz ehrlich. Denn Asaoui hat das Tempo. Ich nehme den als falsche 9. Der wird sich fallen lassen. Und ich hoffe, dass die Verteidiger mitgehen und dadurch Clement in diese Lücken eindringen kann.
Möchte es einfach versuchen. Damas Schmitz jetzt in der Partie. Der versucht es mal aus der Distanz. Also ihr dürft jetzt auf jeden Fall, wenn ihr diese Parts seht, diese Parts vor der Winterpause, fuck, wieder zu passiv, viel zu passiv. Hier eigentlich schon. Doch die Zuordnung hier ist ganz, ganz komisch. Da hat Ritter gepennt. Ja, schlecht verteidigt, aber Rensing sieht auch nicht wirklich gut aus, finde ich. Genau das wollte ich sagen, also wenn ihr die Parts anseht, ja, seht sie ganz locker an. Wir schauen einfach, dass wir ein paar Punkte mitnehmen bis zur Winterpause. Und ich sage jetzt eigentlich auch zwischendurch mal ein bisschen was zur Kaderplanung, aber ich möchte da gar nicht zu viel sagen. Ich mache mir jetzt einfach mal meine Gedanken. Und wir werden in den nächsten Parts dann tatsächlich mal schauen, wie wir den Kader wirklich planen werden, weil es gibt auch einige Positionen, wo ich mir sehr unzufrieden bin. Ein paar Dinge merkt man sich jetzt schon, zum Beispiel, dass Ritter wahnsinnig gut für Standards ist, dass ein Azawi unglaublich gut dribbelt. Aber viele weitere Dinge werden wir jetzt halt hoffentlich noch rausfinden in den nächsten Partien. Was mich halt wahnsinnig stört, ist, dass die Spieler diese ganzen Rollen nicht beherrschen. Und das ist halt etwas, was, naja, dazu beiträgt natürlich, dass das einiges nicht ganz so gut läuft, wie man es gerne hätte. Das ist halt so. Vor allem, was mich wahnsinnig stört, ist, wenn du einen Spieler hast, so wie ihn hier, du klickst ihn an und das, was er am besten spielen kann, ist nicht mal ganz gefüllt da, auf dieser Position. Ich weiß nicht, ob ich Malic vorne jetzt mal bringen soll. Der wäre ein Zielspieler. Asawi wirkt etwas überfordert da vorne. So. Glückliches Händchen gehabt. Schmidt trifft zum 3-1. Super Sache. Mache ich die Änderung ehrlich gesagt rückgängig. Jetzt bin ich schon ein bisschen beruhigter. Was wir sonst machen können, ist, dass wir mal Hofmann rausnehmen und Bozek, gerade weil er halt wahnsinnig erfahren ist, bringen können. Als Kapitän und Führungsspieler, auch wenn wir ihn im Winter abgeben werden oder zumindest das vorhaben. Aber so für heikle Spielstände finde ich das ganz cool eigentlich. Schmidt. Was ich auch noch einstellen werde, ist, dass jetzt beide Außenverteidiger wirklich hinten bleiben. Das ist, glaube ich, auch ganz vernünftig jetzt für die Partie. Dass wir das auch über die Zeit bringen dann. Und abseits. Gut geklärt. Und
Und die Ecke ist super wichtig. Die macht jetzt Clement. Müssen wir uns anschauen, wie gut der das kann. Aber sonst müssen wir einstellen, dass das immer Ritter macht. Schmitz gefällt mir echt gut. Aber ich habe es mir ehrlich gesagt schon erwartet. Das war ja auch der Grund, weshalb ich ihn jetzt ausprobieren wollte. Saui aus der Distanz. So, wen bringen wir jetzt noch? Ich bringe mal Iowa ganz vorne. Aber es sieht schon gut aus. 5 Minuten noch circa zu überstehen, also 4 Minuten Nachspielzeit. Auch kein schlechter Versuch. Müsste das Tor halt ein bisschen anders stehen. Sieg wäre so, so wichtig. 23.000 Zuseher, davon 2.000 Auswärtsfans. So schlecht sind die Ultras von Dresden halt nicht. Und reisen fleißig mit. Potzeug jetzt mit Gelb. Das dürfte jetzt gleich gewesen sein. Gut, ausgezeichnet. Bin unglaublich glücklich, dass das geklappt hat. Leidenschaftlich. Vor allem sorgt das jetzt auch in der Tabelle mal dafür, dass wir nach oben rutschen. Also Platz 11 ist schon mal ganz angenehm, auch wenn es nach wie vor nur 3 Punkte auf den letzten Platz sind. Also da sieht man, wie eng das alles wirklich zugeht. Aber war schon ganz wichtig. Und das Wichtigste ist eben, dass wir Erkenntnisse haben. Das habe ich eh schon öfter gesagt jetzt. Also mir hat das eigentlich besser gefallen, als wir versucht haben, also die Flügel ein bisschen defensiver gestaltet haben. Ja, Ritter ist wahnsinnig wichtig. Ehrlich gesagt hätte ich den ganz gerne auf der 10, weil er vor allem auch diese ganzen Standardsituationen wahnsinnig gut beherrscht. Deswegen braucht man ihn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt unbedingt Schmitz bringen. Als äußerer Mittelfeldspieler. Oder lassen wir es noch? Das ist gar nicht so schlecht, wenn wir so jemanden auf der Bank haben, den wir immer wieder reinbringen können. Der bringt auf jeden Fall ordentlich Power mit. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Und wegen den Rollen, hier müssen wir echt schauen. Wir können ihm tatsächlich eine Attack-Rolle geben. Tanning seine Defensive zum Beispiel. Und der lässt sich dann eben auch ordentlich fallen, immer wieder. Und dann werden wir es so versuchen. Also das sind jetzt natürlich Änderungen. Wir werden viel ändern noch. Bis zur Winterpause ist es aber eh nicht mehr lang. Und dann haben wir zumindest, ich glaube, 3 Testspiele ausgemacht. Und in den 3 Testspielen kann man natürlich einiges noch probieren. Aber ich möchte eigentlich jetzt mehr oder weniger diese Pflichtspiele, die wir haben, zum Probieren nützen. Damit wir dann in den Testspielen schon etwas haben, was quasi funktioniert. Und ja. Leider keinen Verein finden können als Mutterverein, das ist sehr schade. Hätte gern ja, aus der ersten Liga geliehen. Ah ja, ein Transferziel von Genua. Ja, das habe ich ehrlich gesagt schon befürchtet, dass wir den wahrscheinlich relativ schwer halten können, ne? Ganz guter Mann. Also wegen den Standards wollte ich auch noch kurz schauen. Aber das werden wir dann gleich im nächsten Part machen. Also ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Cool, dass es geklappt hat, unser erster Sieg. Das heißt insgesamt jetzt 2 Spiele, 4 Punkte. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz ordentlicher Einstand. Im nächsten Part dann das Duell mit Sandhausen. Danke fürs Einschalten. Bis gleich.